Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir diese dunkle Höhle dort im Hintergrund erkundet, die übrigens gar nicht so dunkel war. Und wir haben auch wieder mal ein paar Herzteile gefunden und genau dasselbe wollen wir auch in diesem Part erledigen. Und dafür werden wir uns heute auf die heißen Pfade des Feuerbergs begeben und im Anschluss, wenn noch Zeit ist, und in den hiesigen Gewässern Hyrule abkühlen und uns ein bisschen am Hylia-See austoben. Aber zuerst warpen wir uns erstmal auf direktem Wege nach Kakariko. Yeah, das war genau hier. Nächster Halt, Kakariko. Ja, Leute, wir sind weiter auf Sidequest-Mission und es geht weiter mit der Herzteiljagd. Ich habe noch einige Herzteile im Kopf, wo die sind, und die werden wir jetzt auch alle abgehen. Ich versuche jetzt so systematisch die Gebiete abzugrasen. Monster! Nicht sie weg hier! Ja. Welch Ironie. Auf der einen Seite sind wir der Held, der gegen das Böse kämpft und den Frieden zurück in das Land bringt. Und auf der anderen Seite bringen wir Schrecken und Angst in diese Stadt. Aber das soll uns nicht weiter stören, denn als Wolf geht es jetzt einfach mal schneller. Und wir wollen nämlich hier lang, auf dem Weg zum Feuerberg, denn es gibt noch viele Sachen, die meistens zwischen den großen Gebieten liegen, also auf den Wegen dazwischen. Oh, da ist ein Gorone. Der ist aber nicht so toll. Der soll mich nicht sehen, wie ich mich verwandle. Denn dann kann ich mich nicht verwandeln. Und ich muss da aber... Oh. Yeah, es geht. Herrlich. So, ich hätte da wahrscheinlich auch hochspringen können mit Midna, aber so macht es doch viel mehr Spaß, wenn man auf den Kopf eines Goron steigen kann und uns von ihm hochschleudern lassen kann. So, entschuldige, dass ich dich neulich vertrieben habe, ohne dich überhaupt anzuhören. Neulich, vor etlichen Parts war das. Das werde ich nie verzeihen. Also, wenn du auf den Berg willst, schleudere ich dich nach oben. Na gut, steig auf meinen Rücken. Okay, wenn das dein Rücken ist, dann steige ich da jetzt mal rauf. Kawabanga! Und schon sind wir oben. Yeah! Ab geht die Post. Und jetzt können wir uns weiterbegeben. Denn jetzt kommen wir, glaube ich, schon in das Areal, in das ich wollte. Ja, irgendwo hier müsste es noch was geben. Und ich glaube, das ist da oben. Und wir benutzen jetzt, glaube ich, diesen Goron da, um uns da hochschleudern zu lassen, wenn es funktioniert. Der Älteste hat mich schon informiert. Wir sollen dich nach oben schicken. Wann immer du willst. Willst du nach oben? Oh yeah. Na gut, steig auf meinen Rücken. Ah, ihr habt aber auch echt einen begrenzten Wortschatz. Hoch. Jawohl, da hängen wir uns mit einem Arm fest. Und hier sind wir auch schon am Ziel. Denn hier befindet sich irgendwo noch irgendwas. Denn ich hoffe, dass es so ist. Hier müsste doch irgendwo eine Schatztruhe sein, glaube ich. Und wenn ich mich noch recht entsinne, ist hier auch noch irgendwo ein Geist. Aber da jetzt nicht Nacht ist, können wir den, glaube ich, nicht sehen. Aber ich suche jetzt erstmal die Schatztruhe. Denn ich will ein Herzteil. Wo bist du? Okay, wir sind hier ziemlich weit oben. Ah, bloß nicht runterfallen. So, wo kann das bloß sein? Mal sehen. Also gut, wir gehen hier mal weiter. So, wo kann es sein? Wo kann es sein? Mir war doch so, als wäre hier was. Ist hier vielleicht etwas? Nein. Gut, dann schauen wir mal weiter. Hier ist ein Gorone. Hallo? Na, kleiner Junge? Oh, dass du mich hier bemerkt hast. Ja, dich kann man nicht übersehen, Dickerchen. So, und was machst du hier? Oh, dass du mich hier bemerkt hast. Du wiederholst dich. Ja, dieser kleine Junge, er wurde hier ausgesetzt, weil er nur einen Satz sprechen kann. Und jetzt muss er sich von vorbeifliegenden Insekten und dem Regen ernähren. Welch trauriges Schicksal. Doch wir lassen ihn mal alleine. So, denn wir haben andere Dinge zu tun, zum Beispiel Herzteile sammeln. Und das müsste nämlich hier sein. Nehme ich mal an. Yeah, da ist es. Die Schatztruhe. Hoffentlich ist da jetzt auch ein Herzteil drin. Yeah, perfekt. Genau das wollte ich nämlich, denn jetzt befinden wir uns hier in so einer Nische, wo wir hier einmal schon waren. Und wir schauen mal, ob in den anderen Nischen nicht auch noch was ist. Vielleicht sind hier noch verborgene Schätze, denn dort sehe ich doch irgendwas leuchten. Und was leuchtet, ist immer toll. Oh, es glitzert so schön, wir müssen dahin und ich suche meinen Greifhaken, der unglaubliche Greifhaken. So, wir ziehen uns nämlich jetzt hier hoch, denn da können wir jetzt nämlich langklettern.
Und dann schauen wir mal, was da so glitzert. Oh mein Gott, das ist ein Schleim, ein ganz besonderer Schleim. Ich habe jetzt aber vergessen, was der für einen Effekt hat. Ah, sein Effekt ist, dass er uns einfach mal wehtut. Aber er glitzert so schön. Herrlich. Okay, viel Spaß. Noch hier. Das hat Spaß gemacht und wir werden uns jetzt hier einfach mal verziehen. Denn wir haben hier alles erledigt, soweit ich weiß. Den Geist, den hole ich anderen mal, wenn er denn wirklich da ist, bei Nacht. Und ja, es wird mir auch langsam zu heiß hier und deswegen kühlen wir uns ein bisschen ab und warpen zum Hylia-See. Yeah. Am Hylia-See geht nämlich die Post ab. Hier gibt es noch so viel zu tun. Aber wir haben ja genug Zeit dafür und das werden wir jetzt voll ausnutzen. Mal überlegen, was können wir denn zuerst hier tun? Es gibt hier noch Goldinsekten, die wir holen können. Vielleicht mache ich das jetzt mal. Ich schau mal, wo wir gelandet sind. Oh nein, die Goldinsekten sind nämlich jetzt hier schlecht zu erreichen von hier aus, glaube ich. Ich kann mich jetzt nur ganz schwach erinnern, wo das zweite Insekt ist, aber ich werde es schon noch finden. Als erstes begeben wir uns mal zum Lichtgeist Ranel. War das Ranel? Ich weiß es nicht. Aber das werden wir hier auf dem Schildchen lesen können. Ja, es war Ranel. Oh mein Gott, mein Gedächtnis. Das hat mir keinen Streich gespielt. Denn der Lichtgeist, er hat ein Herzteil versteckt. Ganz heimtückisch wollte er es uns vorenthalten. Aber wir haben ja den Greifhaken und der Greifhaken, unsere Allzweckwaffe schlechthin, ermöglicht es uns, nämlich hier an der Seite, ganz versteckt. Oh nein, das ist nicht der Greifhaken, das ist der Pfeil und so. So, wir können uns nämlich hier hochziehen und dann auf die Rückseite dieses Schreins, nenne ich es mal, gehen. Und hier befindet sich eine unglaubliche Tür. Bäm! Und dort hinter befindet sich eine kleine Kammer, in der zwei Schatztruhen stehen. Wer hätte das gedacht? Yeah, Bomben! Mensch, davon können wir immer genug gebrauchen. Und ein blauer Rubin, oh mein Gott. Da war wirklich die Schatztruhe mehr wert als der Inhalt. Gut, wir brauchen... Was brauchen wir? Oh mein Gott, wir brauchen Lampenöl. Ich hoffe, das reicht noch, denn hier befinden sich mal wieder zwei Fackeln und das haben wir ja jetzt schon gut drauf. Das haben wir ja schon oft genug gemacht. Was sind das für Schlangen hier? Hm. Schlangen, okay. Ich werde jetzt mal versuchen, mit dem restlichen Lampenöl das hier anzumachen. Und ta-ta-da-da, wie aus dem Nichts erscheint eine weitere Schatztruhe. Und dort befindet sich ein weiteres Herzteil drin, Leute. Yeah, es geht voran. Da-da-da-da-da-da-da. Yeah, und wieder brauchen wir nur noch drei, um einen weiteren Herzcontainer dazu zu bekommen. Das geht wieder super schnell voran. Ich freue mich und wir springen ins kühle Nass. Juhu! So, und hier unten befindet sich, glaube ich, auch noch was. Fällt mir gerade so auf. Aber, glaube ich, nicht Besonderes. Aber wir schauen trotzdem mal nach. Wir gehen mal auf Tauchstation mit unseren Eisenstiefeln. Oh, ich bin jetzt immer ein bisschen damit beschäftigt, die Items auch zu finden. Juhu! Hier befindet sich eine Schatztruhe. Mitten unter Wasser. Hm. Treten wir sie mal ganz zart auf und ein blauer Rubin erscheint. Herrlich. Und gleich werden wir ertrinken, wenn wir nichts dagegen tun. Aber ich schaue mich kurz hier um und da sieht es aus, als wäre da noch eine Schatztruhe. Und deswegen rüsten wir uns jetzt erstmal mit den Bomben aus und dann sollten wir mal den blauen Anzug anziehen, das Zora-Gewand. Denn dort können wir unter Wasser arbeiten. Ja, genau. Atmen meine ich natürlich. So. Wollen wir mal hier hoch zu der weiteren Schatztruhe. Da hat sich echt jemand die Mühe gemacht, hier herunter zu tauchen, um eine Schatztruhe hinzulegen. Und dann hat er nur einen blauen Rubin reingelegt. Der Mann oder die Frau hatte echt Langeweile. Yeah, wow, da sind schon 10 Rubine. Es wird hier verdoppelt. So, vielleicht finden wir ja noch eine Schatztruhe mit 20 Rubinen. Das wär's ja noch. Aber ich glaube, jetzt ist hier nicht mehr viel los hier unten. Ich kann ja nochmal die Steine hier zerstören, die hier noch so mich anlachen und unbedingt zerstört werden wollen. Aber da werden sich bestimmt auch nur Geldbeträge hinter verbergen. Uhu! Da hat es Boom gemacht. Und wir gehen schauen, was denn da so verborgen war. Yeah! 20 Rubine! Wuhu! Wir sind schon wieder ziemlich reich. Wir haben schon wieder fast unser Maximum erreicht. Und war hier nicht noch ein Stein? Yeah! Den schnappen wir uns auch mal gleich.
In der Hoffnung, dass doch irgendwas Sinnvolles darunter ist, aber es wird nie passieren. Und bam! Mit der Kraft unserer Gedanken ist dieses Ding zerstört worden. Ja, und wir haben schon fast wieder unser, ja, gesamtes Geld zusammen. Aber wir brauchen im Moment eigentlich gar kein Geld mehr. Wir sind steinreich und haben keinerlei Interesse, unser Geld auszugeben. Wofür auch? Wir haben ja alles. So. Dann wollen wir mal diesen Ort hier wieder verlassen, diesen heiligen Ort, der so mystisch ist, dass er schon wieder unheimlich ist. Nein, wir gehen jetzt hier raus und waren das letzte Mal hier, denn wir müssen nie wieder hierher zurückkehren. Und das ist auch gut so. So, dann wollen wir mal schauen, was wir als nächstes machen, Leute. Gut, die Insekten können wir uns jetzt eigentlich mal holen. Ich glaube, also eins weiß ich auf jeden Fall, wo es ist. Das werden wir jetzt als erstes holen. Und dann schauen wir doch mal. Wir müssen erstmal nach oben. So viel steht fest. Ich glaube, hier sind auch noch unten ein paar Geister, die ich noch nicht geholt habe. Aber wir warten einfach mal, bis die Nacht einbricht. Die Sonne. Sie wandert sehr langsam und gemütlich. Und wir schauen mal. Okay, also da hinten ist, glaube ich, der Geist. Den holen wir anderen mal. Und wir gehen jetzt erstmal zu unserem treuen Partner im Kanonengeschäft. Wir haben ein gemeinsames Geschäft aufgemacht. So. Der einzige Kunde bin ich. Vielen Dank. Wie wär's? Wagst du einen Flug? Kostet dich nur 10 Rubine. Wir haben selber eine Kanone. Ey, ich will mitbringen. Nö, das akzeptiere ich nicht. Wir können uns doch mit Sicherheit auch mit unserer eigenen Kanone da hochschießen. Das wäre doch gelacht. Das war doch so, oder nicht? Muss ich jetzt echt 10 Rubine nochmal bezahlen? Das ist doch gemein. Unsere Kanone ist doch viel cooler als seine. Die kann auch viel weiter schießen. Oh, ich glaube, jetzt geht's wieder nach Kumula. Nein! Ja, ich mag es halt, durch die Lüfte zu fliegen. Ich wollte noch ein wenig den Wind in meinen Haaren spüren. Wuhu! Nein, ich habe die Kumulaner vermisst, weil ich sie so mag. Und deswegen habe ich ihm einen kurzen Besuch abgestattet. Und jetzt war es das aber auch schon. Nein, das war natürlich ein Fail. Das hätte ich nicht tun sollen. Autsch! Und als Strafe bekomme ich hier auch noch zweimal die blaue Zunge ab. Und werde jetzt wieder zurückgeschossen. Auf die Erde. Oh mein Gott. Ich wollte nie wieder hierher zurückkehren. Und jetzt habe ich es doch getan. Naja, ich dachte, man kann hier entscheiden, wo man sich hinkatapultieren lässt. Aber jetzt müssen wir tatsächlich 10 Rubine bezahlen. Hm, wir haben doch so wenig. Das kann ich nicht verkraften. Ach ja, es ist immer wieder ein herrliches Kribbeln im Bauch, wenn wir hinunterfallen. Gut, dann bezahlen wir halt die 10 Rubine. Mein Gott. Wenn es denn sein muss. So. Wir ziehen aber wieder unser schönes Gewand an. So. Grün steht mir einfach besser. So. Wir gehen nach normal. Haha, da lacht er. Warum lacht er? Wir wollen doch nur nach oben. So. Wir werden nämlich jetzt einen kleinen Hühnerflug wieder machen. Oder nein, wir holen erstmal das Insekt, genau. Yeah, wieder coole Musik hier. Und er dreht und dreht. Und macht auch lustige Geräusche dabei. Und wir werden erneut durch die Lüfte katapultiert. Das ist nämlich unser Hobby. So. Wieder mal angekommen hier beim Hühnerfluggeschäft. Und dann schnappen wir uns gleich mal einen Huhn und fliegen wieder nach unten. So, die arbeiten bestimmt zusammen. Oh Gott, so wie die aussehen, sind die wahrscheinlich sogar Brüder. Hallo, hereinspaziert, die Hühner-Dings-Station. Mein großer Freund! Ja, natürlich machen wir das. 20 Rubine. Das Huhn möchte ich dann aber behalten, bitte. So. Haha, hab dich erwischt. Wir fliegen jetzt hier herunter und dann fliegen wir mal einen schönen Kreis. Denn wir wollen da lang. Dort befindet sich nämlich eine kleine Plattform, versteckt, abgesondert vom Rest der Welt.
In der Hoffnung, dass nie jemand dieses unentdeckte Land betritt. Doch wir werden es dennoch tun. Denn dort befindet sich ein Goldinsekt. Tada! Nein, tut es nicht. Ich dachte, du wärst ein Goldinsekt, aber du bist nur ein Huhn. So, flieg gegen die Wand. So. Nein, das brauchen wir vielleicht noch, deswegen lassen wir es hier. Ja, das sind nämlich ein verliebtes Pärchen und ich wollte sie unbedingt wieder zusammenführen. Nein, hier gibt es nämlich doch noch was. Wir werden zum Wolf, aktivieren unser Gespür und sehen, oh mein Gott, wir können uns hier hinunterwühlen. Und das tun wir jetzt nämlich auch noch. Und dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Auf jeden Fall sind da unten schon mal Gegner, so viel steht fest. Und die besiegen wir natürlich. So, mal sehen. Uah. Schnell nach unten. Und Zora-Gewand. Nein, falsch. Ah, Hilfe. Tasten. So. Und hinunter in die Tiefe. Oh mein Gott, hier sind diese komischen Muscheln. So. Wasserschrein reloaded. Und da habe ich zwei mit einmal gekillt. Yeah, double kill. Bam, 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 bam. Ja, äußerst schwere Gegner. Und das waren alle. Und immer wenn wir in solchen Räumen alle Gegner besiegen, erscheint eine Schatztruhe. Aus den Seelen der Gegner erscheint ein Schatz, den wir uns natürlich sofort annehmen. So. Und da befindet sich ein 100 Rubin. Und den können wir leider nicht nehmen, weil wir zu reich sind. Aber das ist kein Problem. Wir haben ja einen weiteren tollen Anzug. Und ich bleibe jetzt hier stehen, Leute. Im nächsten Part geht es dann vom Hylia See weiter. Mit diesem orangenen Rubin schon in der Tasche. Und ja, auf dieser Plattform hier oben, wo ich gerade war, befindet sich noch ein Geist, der aber nur bei Nacht kommt. Den werden wir auch einmal holen. Wenn wir auf große Geisterjagd gehen, dann werden wir den Ghostbuster spielen und alle Geister einfangen. So, aber das ist noch ein wenig hin und ich ziehe jetzt wieder mein grünes Gewand an, bevor wir völlig pleite werden und nehme diesen orangenen Rubin an mich. Und während wir dieses tun und voller Glück und Freude erstrahlen, sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.